Hallo, herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Serie Gesunde Ernährung. Der ein oder andere von euch hat vielleicht das Frühstück ausprobiert, hat vielleicht den ein oder anderen Tipp, den ich zwischendurch oder zum Mittagessen gegeben habe, ausprobiert und wartet hoffentlich sehnsüchtig auf sein Abendessen. Deswegen zeige ich euch hier mal, was ich gemacht habe. Wieder ganz wichtig, das ist, was ich gemacht habe, weil mir das so schmeckt, weil für mich das so sehr, sehr gut funktioniert, weil es alltagstauglich ist. Für den einen oder anderen mag es vielleicht nicht 100% das Richtige sein, aber der ein oder andere Bestandteil kann man vielleicht übernehmen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe gleiches Prinzip wie beim Frühstück, auch mein Abendessen habe ich abgewogen. Ich habe hier wieder einen leeren Teller im Moment, der steht wieder auf meiner bekannten Waage. Also auch Abendessen wird gewogen, weil man gute Kontrolle hat. Wobei es beim Abendessen relativ einfach ist und ziemlich schnell geht, dass man die Waage nicht mehr braucht. So, jetzt schauen wir mal, was auf die Waage draufkommt zum Abendessen. Als allererstes, wir machen eine klassische Brotzeit. War bei mir zu Hause auch sowieso immer so. Bei der Brotzeit ist es auch sehr, sehr gut verträglich mit Familienessen, wenn man zu mehreren isst, weil man ja selbst dafür verantwortlich ist, was man sich auf den Teller holt. Wir fangen an mit 120 Gramm Brot. Habe ich schon mal hier vorbereitet. Optimalerweise nehmen wir dafür Vollkornbrot, ist allerdings keine Pflicht. Das sind jetzt zwei schöne Scheiben, die wiegen. Apropos, wenn ihr euch eine Waage besorgt, besorgt euch eine etwas größere. Das nervt an der hier ein bisschen. Dass, wenn man einen großen Teller draufstellt, der Rand schon ziemlich überfüllt ist. Also, wir haben diese zwei relativ dicken Scheiben Vollkornbrot, das sind jetzt 108. Deswegen immer noch eine Kleinigkeit nach. Jetzt haben wir genau 120 Gramm Brot auf dem Teller. Brot alleine macht nicht satt. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen Wurst dazu. Deswegen 120 Gramm Wurst, 120 Gramm nicht, 30 Gramm Wurst kommen da jetzt dazu. Jetzt bei der ganz normalen Aufschnittwurst sind das ungefähr 1, 2, 2,5 Scheiben, gleiche Menge an Käse, egal welcher Käse, ist auch egal welche Wurst, also 120 Gramm Brot, 30 Gramm Wurst und 30 Gramm Käse. So, und jetzt kommt das gleiche Prinzip, was beim Frühstück das Joghurt für uns erfüllt. Wir brauchen Volumen auf dem Teller, wir brauchen eine große Menge, damit wir satt werden. Das ist übrigens ein Ansatzpunkt der volumetrischen Diät und die klassischen Lebensmittel. Volumetrisch bedeutet riesiges Volumen bei geradezu beinahe keinen Kalorien. Und die beiden optimalen Lebensmittel in der Volumendiät sind Tomaten und Gurken. Es kommen hier jetzt drauf 300 Gramm Gemüse. Auch das ist jede Menge beim Gemüse. Je bunter es ist, desto besser, geht ganz nach Geschmack. Am allerbesten ist es natürlich, ihr habt es im eigenen Garten angebaut, aber auch natürlich käuflich zu erwerben. Also da kommen jetzt 300 Gramm Gemüse drauf. Immer noch nicht. Also das ist jede Menge, wie ihr seht. Jetzt haben wir es. So, und jetzt ist das Abendessen komplett. Auch hier haben wir wieder relativ viel auf dem Teller, finde ich jetzt. Aber aufpassen, dass die Tomaten nicht runterrollen. Also ich habe jetzt hier Tomaten, Paprika, Gurke, gelbe, rote Paprika. Je bunter, desto besser. 30 Gramm Wurst, 30 Gramm Käse und 120 Gramm Brot. Das war mein Abendessen, das ist auch heute noch häufig mein Abendessen. Und so schaut der Tag also aus, mit Frühstück, Mittag, Abendessen, Zwischenmahlzeiten, jetzt kennt ihr alles. Was muss man beachten? Wenn ihr diese Speisenfolge mit den Zwischenmahlzeiten so einhaltet, genau wie ich es euch jetzt gezeigt habe, sind das knapp 2000 Kilokalorien. Das ist also nicht wenig, das ist für mich berechnet. Ich hatte damals ein relativ hohes Startgewicht von guten 100 Kilo. Ich brauche also schon 2400 Kilokalorien für meinen Grundumsatz. Wenn ihr da genauere Informationen dazu möchtet, kommt gerne rein. Aber es kann durchaus sein, dass bei dem einen oder anderen von euch, der vielleicht deutlich leichter ist, diese 2000 Kilokalorien schon jede Menge sind. Also da müsst ihr schon aufpassen, dass ihr es vielleicht noch ein bisschen runterrechnet, solltet ihr das Ziel verfolgen abzunehmen. Wenn ihr da Hilfe braucht, kommt einfach in die Apotheke, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ich habe mich mit der Sache damals sehr intensiv beschäftigt. Es lohnt sich wirklich, sich damit auseinanderzusetzen. Euer Körper wird es euch danken. Es geht nicht nur um eine Gewichtsabnahme, es geht auch darum, dass man allgemein fitter wird, dass man allgemein einfach seinem Körper etwas Gutes tut, den Körper entgiftet. Die Organe, allen voran die Leber, kann wieder besser arbeiten. In diesem Sinne hoffe ich, dass vielleicht für den einen oder anderen von euch das auch so passt, wie es für mich gepasst hat. Bei mir hat es wunderbar funktioniert und glücklicherweise ist jetzt auch genau die richtige Zeit, um diesen Teller hier zu essen, als ich hier das Video gerade aufzeichne. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen guten Appetit.